Hallo Leute! Oh Gott, was war das denn? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red, wollte ich gerade sagen. Zu einer neuen Folge Raps Staffel 1 zusammen. Aber wir haben die Codes kurz offscreen geholt. Wollen wir ihnen einfach die Wahrheit sagen? Ja. Also, ich weiß nicht, dass das jetzt funktioniert. Nein, ich habe aber kurz in meinem alten Video nachgeschaut mit Nino. Guck mal, wir machen jetzt mal die Tür hier auf. Ah, das hast du schon eingegeben. Jetzt stell du dich mal draußen hin. Hä? Nö. Stell du dich mal draußen hin. Okay. Jetzt klappt sich hier einfach alles weg und ich bin tot. Oh, ich hab den falschen Code. 3, 1. Hä? Ist er bei jedem Map anders? Ach so, nee, warte mal, ich hab einfach Scheiße gebaut, ne? So, jetzt aber. Wir schauen hier zu, wie sich Red gerade hochkonzentriert und einfach derbe verkackt. Bin ich dumm? Warte mal kurz. Okay, er ist weg. Ja, wetten, das ist einfach bei jedem Game, also bei jedem Ding anders. Nee. Are you sure about that? Das hatte ich schon bei Blair Witch. Wollte ich den Code aus dem Internet holen, hab gemerkt, scheiße, das ist bei jedem mal anders. Scheiße, Ding. Ach, müssen wir jetzt wirklich das? Okay, Leute, wir machen das doch nicht auf Screen. Cut hier. Oh. Ja, tschüss. Okay, während wir jetzt hier im Fahrstuhl fahren, gucke ich jetzt nochmal nach. Der Taucherbrillen-Dings, der war ja jetzt 4. Der warte, aber guck mal, 8. Da steht Tranquid Street dran. Wir hätten auch nach der Straße halt tippen können. Aber egal. Okay, sag mal an mir, was ich tippen soll. Okay, mach mal 4, 8, 5, 1. Warte mal, ich guck selber nach. Geh du mal raus und guck du draußen mal nach, was da passiert. Und zwar die erste Stelle soll eine 5 sein. Die zweite Stelle soll eine. Nee, das ist nicht sein. Die 5. Nee, die erste. Digga, du hast einfach falsch erzählt. Warte. Hä? Ich bin so verwirrt. 5. Also die 4 ist doch sicher. 8. 3. Nee, hä? Warte mal. Erste Stelle 5. Die ist. Nee, das ist eine 4. Das ist sicher, dass das eine 4 ist. Und die zweite ist eigentlich auch sicher, dass das eine 8 ist. Ja, die 8 ist safe. Warte mal. 4, 8. Ich geh nochmal gucken. 1. Es geht! Als ob, jetzt wo ich runtergefahren bin. Komm, das liegt doch an mir. Alter! Warte mal, ich nehme kurz auf, dass du das auch siehst. Da ist das explodiert, mein King. Oh. Ich habe es aufgenommen noch so ein bisschen, man sieht's Explosion. So das schicke ich dir einfach dran. Ja, egal, das passt schon. Einfach runtergehen? Auf dieser Kuppel? Ja, du, wir werden es sehen. Warte mal, mein King, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ich will ein Bild machen, warte mal. Für uns beide, fürs Thumbnail. Für meine Folge. Einfach auf diesem Ding drauf, warte. Oh Gott, was bin da gerutscht? Bleib mal so stehen. Wir haben einfach das genau gleiche Gesicht. Ich weiß. Let's go! Aua! Woo! Wie tief man unter Wasser war. Oh mein Gott. Geil. So muss das doch. Der Code war 4813. Ach, 13. Okay. Fast richtig. Du hast, weil wir haben erste, dritte, vierte Stelle. Du hast mir eine falsche Zahl angesagt, die vorne stand als Stellenzahl und nicht als die, die es ist. Ach so. Das war das Problem. Ja, ist auch kompliziert hier, ne? Jawohl, hallo.
hier ist noch eine Leiter. Oh, hier ist ein Fenster. Wow, ich bin drin. Tresor. Alles meins. Oh, ein Wassertank. Oh, wichtig. Hä? Hier sitzt jemand. Oh Gott. Nee, nee, du gefällst mir so eigentlich. Oh, okay. Okay, okay, ja, tschüss. Oh, guck mal, hier ist ein Steuerrad. Wie viel pissen uns einfach keinen Bock mehr auf. Noch ein Tresor. Warte, können wir jetzt ein neues, besseres Steuerrad kraften dann? Nee, nee, das ist einfach nur ein Steuerrad, womit man wahrscheinlich die Kuppel hier fahren konnte, beziehungsweise diese Kuppel fahren konnte am Anfang. Ja, als ob hier nicht mehr ist. Es steht noch da und redet. Doch, hier hinten ist aber eine Tür. Wir haben eine, nee, haben wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine neue Zahl, aber nee, haben wir nicht. Haben wir einen neuen Charakter. Ah, Leute, Maike, guck mal hier. Veruna. Fragezeichen. Ja, Veruna Point. Wir haben eine neue Zahl. Jawohl, Leute, wir haben eine neue Dings. Jawohl, sprich mit Elena. Tschüss. Ja, tschüss. Ach nee, jetzt labert die wieder dasselbe. Müssen. Komm mit, mein King. Ich würde das Holz noch nicht abfarmen. Ich würde es erst machen, wenn wir es brauchen sollten. Da fahren wir aber hier nochmal hin. Okay. Ja, wir also Holz haben wir sowieso tonnenweise. Also ich denke nicht, dass wir das. Genau, deswegen. Alter Leute, wir haben das Rätsel von Dingens gelöst und jetzt, Viking, jetzt weiß ich nämlich auch nicht mehr, was hinbekommt, weil das war das Letzte, was ich gemacht habe mit den Jungs. Echt? Was war ja, dann? Die Kuppel war, glaube ich, das Letzte. Und dann kam der Streit, halt Leute. Bei Veruna Point stand halt da, ja, coming soon. Schade. Und keine Zahl, glaube ich zumindest, oder? Oh, das ist aber geil. Veruna haben wir nicht mehr gemacht, glaube ich. Wir werden es sehen, Leute. Interessant, interessant. Wir haben auf jeden Fall sehr viele neue Sachen, die wir bauen können. Da müssen wir aber erstmal andere Inseln anfahren, damit wir Titan kriegen. Ja, Titan wäre jetzt echt wichtig. Ja, wenn wir Titan kriegen, kriegen wir halt diese automatischen Reiniger, der halt automatisch immer richtig viel Wasser produziert und so. Das haben wir halt nie wieder, dass wir auf irgendwas warten müssen. Das ist halt alles automatisch. Ja, auch die Wasserleitung zu den Feldern. Da gehen wir einfach oben rum. Ja, genau. Da können wir mit diesen Wasserleitungen, wir können halt so ein Ding bauen, dann so ein Wassertank, der sich füllt. Und dann tun wir einfach das so bauen, dass halt von diesem Wassertank halt so ein Kabel, also so ein Wasserrohr, zu dem Sprengler halt geht zum Beispiel. Genau. Wo bist denn du gerade? Ich bin jetzt gerade diese Rutsche hier hochgelaufen und gehe jetzt zur nächsten Rutsche zu unserem Fluss. Ja, die nächste ist unser Raft, wenn du rechts gehst. Du musst bei der Rutsche rechts gehen. Ja, ich sehe genau. Dich dann watscheln. Ich watschel mal hin. So, ich sortiere währenddessen mein Inventar wieder ein. So, den Bauplan in den Müll. Och man, unsere ganzen Nutzes. Oh, wir können auch das große Lager lernen. Lol, seit wann können wir das denn? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja doch, das haben wir vorhin. Oh lol, der Hype beißt hier so komisch. Also, das große Lager, damit können wir halt richtig viel machen. Das sind so riesige Spinte, ne? Damit können wir richtig viel drin speichern. Das ist echt geil. Digga, wir haben 20 Biokraftstoff. Wir können Geschirr machen, was bringt das? Geschirr, ne, das bringt nichts. Ja, schade. Da lass mal, wir fahren erstmal direkt erstmal in die andere Richtung los. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal noch nicht zu diesem neuen Ziel, was wir haben, sondern wir fahren einfach mal zu so einer großen Insel, wo wir erstmal uns. Guck mal, wie alter! Die Möwen haben fast alle Blumen gefressen, ne? Oh, nee. Es sind noch 3 Blumen da, ne? So, ich entleere mal meinen Rucksack, der voll gepackt ist. Wir fahren jetzt einfach in die Richtung hier los. Bruder, ich bin richtig enttäuscht, mein Speer ist nicht mehr kaputt gegangen. Ja, wir haben auch nicht mehr viel gefightet. Nein! Oh mein. Ja, das ist mein alter Speer, den hole ich jetzt nicht nochmal. Ach so, die Welle hat ihn weggetragen. Oder? Ja, aber der war eh fast durch, von daher so. Ist kein großer Verlust. Wir haben 2 Titanbarren. Oh, ich habe ja den Zylinder. Mach dich mal aus der Kiste raus, mein Kind. Achso, tut mir leid. Die Kiste ist aber voll. Ja, ist gut. So. Aber ja, meinen Bauhammer nehme ich jetzt wieder mit in mein Inventar. Wollen wir eigentlich mal jetzt dann wieder das Floß umbauen, damit jeder sein eigenes Zimmerchen hat? Nein, deswegen ja, will ich jetzt erstmal zu den großen Dingern fahren. Weil dann, wenn wir bei diesen großen Teilen waren, können wir nämlich dort ja von dort aus dann unsere Zimmer dann umbauen, weil dann können wir auch unser Raft größer bauen anhand dieser Lager. Und dann können wir auch so ein Lagerhaus bauen, wo wir es so reinbauen und weißt du? Also halt richtig cool. Ja, haben wir dann so eine richtige Fläche, richtig wo wir. Oh, geil.
Das ist auch richtig unnötig gerade so. Das hier nehme ich noch in meinem Inventar. Dein Bauhammer ist noch in der Kiste, ne? Ah, den soll ich auch noch kurz rausnehmen. Ach, dich raus hier. So, die Scharniere. Wir haben einfach 40 Scharniere. Ja, moin. Also mittlerweile geht es uns recht gut. Wir haben einen relativ hohen Standard hier. Fast wie in der Schweiz. Oh, unser Biokraftstoff ist gleich leer. Ich fülle den mal nach. Ja, mach das. Wir haben ja noch genug. Abgehoben. Das war richtig abgehoben. Fand dieses Lachen noch hinterher. Ich baue oben schnell alles neu an, weil gerade noch die es regnet. Stimmt, es regnet noch. Und dann baue ich dir mal eben neue Blumen an. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Oh, Tom und Jerry war auch so Kindheit, ne? Ist so. Das ist aber auch was Geiles, ey. Es war echt immer cool. Es war cool. Wie man sich dann damals auch so richtig weggehauen hat. Ist immer noch cool. Das stimmt. Dün, vielen Dank für die Blumen. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Wie lieb von sie. Okay. Wollen wir einen Plan? Also wie wollen wir so ein bisschen einen Plan machen, wie wir. Oh. Die ist tot. Der aktuelle Plan ist erstmal von mir. Wir also ich meine Plan zum Umbauen dann. Dass wir hier so ein bisschen teasen können in dieser Folge. Machen wir wie ein Gebäude. Wir könnten ja auch ein Gebäude machen, das so wie ein Treppenhaus hat und dann mehrere Stockwerke. Nee, aber ich würde nicht so viel nach oben bauen eigentlich. Okay. Huch. Warte, ich muss kurz mit jemandem zurückschreiben. Währenddessen beobachten die hier Rett. So, jetzt haben wir in die richtige Richtung. Jetzt können wir auch noch die Bäume abbauen und jetzt können wir einfach auch Bananenbäume anbauen, ne? Stimmt. Wir sowieso eigentlich eine größere Fläche haben. So. Okay, aber wie wollen wir das machen? Wollen wir dann sozusagen ein Haus bauen, wo wir beide... Wir könnten ja machen, dass wir beide so... Deine Wohnung halt wie bauen, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Naja, ich würde halt nur so ein... So ein Stock hoch. So mit richtigen Zimmern so bauen, so? Ich fände es halt geil, wenn wir so ein wie Wohnzimmer hätten, wo wir so ein bisschen eingerichtet haben und jeder dann so ein kleines Zimmerchen. Fände ich echt nice. So, das hier ist so Wohnzimmer. Ich weiß aber gerade noch nicht, wie wir das umsetzen wollen. Und nebendran halt immer das Haus. Oder Hai will, glaube ich, gerade beißen. Ja. Boah, die Bäume haben gerade übel wenig Samen dazu gegeben. Oh, der Hai ist tot. Drei Birken, ich mache den Anker rein, warte. Boot ist gelootet. Ich komme gleich wieder aufs Schiff. Und wir können weiterfahren. Alter, aber das war perfekt getimed. Okay, die Holzkisten sind alle voll. Okay, ja, aber das Geile ist, wir haben jetzt so viel Holz, Alter, damit wir einfach auch geil umbauen können. Ja, wir brauchen aber auch Plastik, so zum Umbauen viel. Ja gut, aber Plastik haben wir mittlerweile auch fast eine Kiste voll. Ja, aber das geht schneller weg, als du denkst. Ja, stimmt. Okay, wir haben oben rechts haben wir noch eine leere Kiste für das Ding. Ah, oder wir machen es so. So, wir können dann auch wieder mehr kochen und alles. Was nehmen wir denn für Wandtypen? Ja, ich würde nicht die schicken schon nehmen, oder? Oder wollen wir mit schicken Boden dann auch gleich losbauen? Also wir müssen uns halt entscheiden, wollen wir halt jetzt sozusagen das finale Raft so ein bisschen bauen? Oder wollen wir wieder nur sozusagen ein Provisorium bauen? Ich habe halt keinen Bock, das nochmal alles umzubauen, so, ne? Ja, eben, dann könnten wir jetzt einfach einmal eine finale Fläche, eine große Fläche machen, das final umbauen, so eine Lagerhalle oder Produktionshalle mäßig und ein Haus so mäßig. Würde ich mir das vorstellen, so vis-à-vis voneinander oder so. Ja, warte jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal
Oder wir können ja das nur offscreen noch kurz besprechen, weil das ist sonst unnötig. Mein King, warte mal kurz. Wenn die drei Bäume gewachsen sind, können wir erst ins Plantage bekommen, dass wir vorne erst eine freie Fläche haben. Dann tun wir, wenn wir bei der Insel sind, tun wir erstmal dieses... Weißt du, weil ich hätte gerne Fläche unten, ne? Auch wenn wir dann noch einen neuen Motor machen müssen, ist ja kein Problem so. Ja, ja, klar. Kein Ding. Und dann tun wir halt so unten erstmal nur so ein, wie so einen Art Lager bauen. Ja. Und dann in die zweite Etage so quasi so leben und dann in die dritte Etage können wir so ein... So ein Penthouse-Wohnung. Das heißt quasi so, dass wir das hier auch noch größer machen. Weißt du, wenn du quasi außen, wenn wir da... Oh. Also wie willst du das, die unterste drei Etagen gibt dann das Ganze? Na genau, ich habe halt vor, guck mal, wenn man sagt, okay, wir machen hier jetzt, lassen immer zwei Paletten frei und tun dann hier quasi hier eine komplette Wand hinziehen, komplett bis rüber, von da bis dann wieder komplett rüber auf die Seite, dass wir unten so einen Raum haben, wo wir so Lagerkram machen können, Lager, industriemäßig so Kochkram. Ja, genau. Und dann oben die Etage machen, wo wir dann ein Wohnzimmer haben, darüber dann die Etage, wo wir unsere eigenen Zimmer haben beide. Und dann noch eine Etage oben drauf setzen, wo wir oben den Empfänger noch drauf machen. Stimmt, wir können dann auch wie hier so ein Dach machen, oder einfach? Wo wir dann unser ganzes Zeugs anpflanzen. Genau, da müssen wir auch keine, da würden drei Stockwerke ausreichen. Ja, das ist doch ein stabiler Plan, Alter. Und dann können wir irgendwie irgendwo so einfach ein Treppenhaus machen, oder? Ja, entweder so oder einfach normale Treppen halt bauen, so zwischendurch mal. Stimmt, ja, könnte man auch. Okay, dann hätten wir diesen Plan auch, Leute. Dann, hier können wir unter Wasser noch kurz looten. Wollen wir hier anlegen? Ja, ja, ich würde kurz hier anlegen, einfach kurz unter Wasser looten und kurz obendrauf noch die Palme abfahren, okay, weil wir brauchen Kokosnüsse. Gut, Leute, dann habt ihr gerade den Plan von mir und Red gehört. Wir machen das Ganze aber kurz offscreen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Red. Das Bauen machen wir doch nicht offscreen. Nee, nur hier kurz das Abbauen und, ne? Ach so. Ja, dann können wir das Bauen bei deiner Folge machen. Deswegen schaut bei Red vorbei, schaut in die Playlist und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss!